Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light, Zoltan Overload. Wir spielen noch ein bisschen FTL, diesmal mit dem Typ B, der Adjudicator. Das ist die Nether und den Namen, der geht ja mal überhaupt nicht. Das ist für mich die IRS Fleischflöte. Letztes Mal hatten wir die Fleischpeitsche, diesmal spielen wir mit der Fleischflöte. Ich werde unsere Crew nochmal umbenennen. Ich habe jetzt schon seit einigen Parts den Tille dabei und diesmal nenne ich ihn Tille. Tille, sorry, wenn du Kanalwerbung willst, dann schreib's und dann mache ich einen Querverweis auf deinen Kanal drauf. Dann würde ich mal gerne hier den, ich weiß gar nicht, ob er zuguckt, aber ich nehme den Fnatic trotzdem mal mit an Bord. Den Fnatic hätte ich gerne mal daheim, den kenne ich ja jetzt auch schon ziemlich lange. Und dann, Moment mal, wer fehlt noch so vom Urgestein? Ach ja, genau, der Jens. Der Jens ist der Giga, 1979 Giga, falls ihr den noch nicht kennt. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, ob Fnatic und Jens hier zugucken, aber wenn nicht, dann, naja, ist auch egal, ist geschenkt. Sie sind dabei, wir spielen die Nether und schaut euch das mal an. Das erste Schild-Upgrade mit der Nether kostet 100 Scrap, das ist phänomenal schwer. Möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben eine coole Bewaffnung irgendwie und ich zeige es euch mal gleich, wie das dann hier aussieht. Genau, du gehst schon mal hier. Der Jens geht mal an die Waffen und Captain Tille, der ja ist in der Tat der Captain. Wir brauchen ein bisschen Evade, geh doch mal hier hoch in den Raum. Warum ist denn das gerade so lahm? Oh Jesus, Sultans sind einfach so lahm, ne? Oder ist es so? Ja, ist so, Ich habe vorhin mal mit dem Mantis-Cruiser Typ A gespielt und der hat ja diese Mantis-Pheromone an Bord, wo die Crew sich irgendwie 20% schneller bewegt. Und ja, das ist schon ziemlich, ziemlich brutal. Okay, gut. Ja, dann versuchen wir doch einfach mal hier ein bisschen uns die Sektoren anzugucken. Wir spielen nochmal mit dem Sultan-Schild. Damit haben wir im letzten Part echt gute Erfahrungen gemacht. Und gucken wir uns einfach mal hier die Sektoren ganz gechillt an. Nein, ich habe gerade echt einen Lag. Oh, scheiße. Und das da ist ein Asteroidenfeld. I do not like. Du schießt mal auf jeden Fall hier drauf und du schießt auf jeden Fall mal hier drauf. Vielleicht können wir ja tatsächlich was aufladen und was abfeuern, ohne dass wir hier jetzt sterben werden. Nee, das Spiel ist gerade ultra lahm. Da lahmt aber echt gerade was. Ich muss mal gleich rausfinden, woran das liegt. Und dann werde ich das gleich nochmal neu beginnen, glaube ich. Beziehungsweise, also ich werde mit diesem Part nochmal neu weitermachen. Ah, stopp mal kurz. Ich weiß, woran es liegt. Das ist meine Einstellung bei Fraps. Ich habe Fraps, habe ich den FPS-Lock eingestellt. Ja. Ihr bekommt es gleich zu sehen. Sehr cool. Dann machen wir das Ding schnell platt und dann werde ich das gleich nochmal neu machen. Ihr werdet es dann gleich sehen. Ja, du versuchst abzuhauen. Aber sicher das. Mit einem defekten Antrieb versuchst du abzuhauen. Ach du Shit. Ja, mein Schild ist ja freck. Ich schieß dir mal gerade in die Waffen. Jesus Christus. Ja, das könnte jetzt wirklich übel werden. Vor allen Dingen, weil er gerade seine Schilde wieder online gekriegt hat. So, tot ist er. Und wir müssen gucken, dass wir hier schnell wegkommen. Schieb mir mal übrigens den Pikebeam ganz nach vorne. Er hat so eine lange... Autsch, der tut weh. Oh, puh, der ging daneben. Der wäre nämlich voll in den Antrieb reingeknattet. Okay, powern wir nochmal den Antrieb ein bisschen höher. Ach, du Scheiße. Ja, so ganz ohne Schilde ist natürlich übel in einem Asteroidenfeld. Das hätte ich irgendwie ein bisschen besser bedenken sollen. Okay, wir jumpen mal gerade weg. Ja, hier hin. So, das machen wir jetzt mal gerade. Gut, und dann bin ich gleich wieder da. Moment mal kurz. So, ich bin wieder da. Es war folgendes. Ich hatte Lock Frame Rate While Recording angeklickt und das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Dann sind die Crewmitglieder nämlich sau langsam und ja, sie sind also doch ein kleines bisschen schneller. Und jetzt bin ich wieder zufrieden und happy und weiter geht's. Und wir versuchen noch ein bisschen Sachen zu erkunden. Unser Sultan-Schild, hoffe ich mal, wird uns noch ein bisschen beschützen. Ich will noch keinen Store anfliegen. Definitiv noch nicht. Vielleicht später. Wir können die Drone Parts verkaufen für 12 Scrap. Das machen wir mal gerade. Oh, ich muss diesen Store anfliegen. Das mag ich aber überhaupt nicht. Hoffentlich können wir da Long Range Scanner kaufen. Okay.
Genau, 2 und 3 schießen wir bitte hier hin. Ich glaube, Jens ist bei uns im Waffenraum, ne? Ja, der wird ziemlich krasse Erfahrungen sammeln an den Waffensystemen. So. Haben wir jedes System auch mal schön beschädigt. Na, diese Schiffe sind sehr gut auszuschalten, muss man sagen. Coole Sache. Okay, 48 Scrap. Wir kommen der Sache langsam näher. Wir kommen der Sache langsam näher. Ja, nicht das, was ich will. Ich will auch keines von diesen Crewmitgliedern kaufen. Ärgerlich, ne? Können den Soltenschild verkaufen, dann sind wir tot. Wir kaufen mal den Fuel, den Antrieb. Ja. Naja, brauchen wir. Okay, dann fliegen wir mal hier hin und gucken uns dann gleich mal das Distress Beacon an. Gucken, was es da gibt. Ja, den Sklavenhändler greifen wir natürlich an. Hohohoho. Du bist ja ein ganz schön böser. Das gefällt mir jetzt wiederum nicht, denn ich würde eigentlich lieber. Nee, warte, mach das mal geradeaus. So. Die 3 geht natürlich auf die Waffen. Ich würde aber eigentlich lieber jetzt einen anderen Raum angreifen. Na, dann machen wir es halt so rum. So. Brauchen wir Evade? Definitiv. Brauchen wir schnellere Waffenaufladezeit? Ganz sicher. Insofern kämpfst du mal hier gegen den Knaben. Warum ist jetzt der Pike Beam zuerst ausgegangen? Ach so, weil da meine Sultan Power drin war, ne? Machen wir den einen Ion Blaster aus. Nicht sein, dass er hier meine Medbay ausschaltet. Ja, der tut weh. Oh, der tut weh. Na komm. Na komm. Ja, Leute, ich muss an der Stelle mich ganz kurz entschuldigen. Ich bin unterbrochen worden und ich musste nochmal den Spielstand wieder zurückrufen. Deswegen wundert euch nicht, dass der Soltenschild wieder aufgeladen ist. Also ich musste kurz das Spiel verlassen und wie gesagt noch einmal neu aufrufen. Und deswegen ist da jetzt dieser Soltenschild. Schuld daran ist meine geliebte Freundin. Ich musste jetzt, weil ich es vergessen habe, hier nachzukommentieren. Nein, ich muss es jetzt nach. Moment. Ich muss es jetzt nachkommentieren, weil ich vergessen habe, die Lautstärke an meinem Mikrofon wieder anzukurbeln. Ja. Wir sind immer noch dabei, unser Schiff zu reparieren. Insofern, das ist nichts wirklich Spannendes, was los ist. Aber ich bin jetzt momentan relativ optimistisch, dass wir irgendwann mal genug Scrap beisammen haben, um endlich mal einen, naja, Crew-Teleporter lohnt sich vielleicht noch nicht, aber sagen wir mal, um vielleicht noch ein anderes System zuzukaufen. Vielleicht die Schilde upgraden oder so. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet, das tut mir leid. Aber wir machen jetzt mal weiter. Wir haben hier unten ein Distress-Signal. Geht's nicht oben lang? Aber ich würde eigentlich lieber unten lang. Weil ich denke, dass wir unten doch mehr bekommen. Shit, ja. Kann halt sein, dass man ein Crewmitglied verliert. Ja, nee. Wenn wir jetzt eine bessere Medbay hätten,
Dann hätten wir ihn mitnehmen können und hätten ein zusätzliches Crewmitglied oder einen Haufen Scrap bekommen. Das ist echt schade. Hier helfen wir natürlich dem Zivilschiff. Ich brauche außerdem Power hier drin. Und du schießt mal hier hin. Komm, komm, komm. Sehr schön. So, dann haben wir unseren Pike Beam am Start. Die Frage ist noch, wie wir am besten die meisten Systeme durchschneiden. Ich glaube, das hier ist ganz okay, aber es ist schade natürlich auch nicht den Antrieb außer Kraft zu setzen, ne? Okay. Nur das funktioniert doch ganz gut. Was doch gerade nochmal. Ey, Alter, der widersteht ja allen Strukturschäden. Na also. Immerhin, immerhin. Kontaktieren wir das Zivilschiff und wir kriegen nochmal ein bisschen was an Belohnung. Okay, es geht weiter. Hey, cool. Die Frage ist jetzt, wollen wir noch echt... Ich würde eigentlich noch ganz gerne die zwei Beacons hier angucken. Das ist mir eigentlich wert. Also, da hole ich mir doch lieber hier noch ein bisschen was. Ja. Nee, warte mal. So rum wollen wir es machen. Ich hoffe mal, unsere Waffensysteme laden schnell genug auf. Mhm. Oh, wow, wow, wow. Muss man natürlich aufpassen. Aha, ich hab's befürchtet. Ah, doch, okay, alles klar. So, wir säbeln einmal hier durch. Ich meine, so erwischen wir immerhin drei wichtige Systeme. Na komm, komm, komm. Gut, gut, gut. Ja, ja, alles klar. Paul, du mal deinen FTL. Ich glaube ja nicht, dass er das noch schafft. Deswegen, aber 3 Fuel ist jetzt nicht so schlecht. 9 Scrap ist halt wenig. Aber okay, gut. Wir sind in Sektor 1, da kriegt man halt auch noch nicht so viel. Absolut in Ordnung. Ich hab vergessen, meinen Timer zu starten, so ein Mist. Okay, gucken wir mal. Okay, hier war nix. Was sollten wir jetzt machen? Ich würde sagen, Evade ist natürlich immer eine coole Sache. Wir sollten aber halt auch schon die Kohle sparen für unseren Antrieb. Insofern, wir brauchen... So bräuchten wir nur 50 Scrap. Ach komm, das ist in Ordnung. Ich denke, das geht. Wir könnten es sogar nochmal upgraden. Evade ist halt eine sehr coole Sache bei dem Sultan-Schiff, aber ja, wir probieren es mal so rum. Wenn ich da jetzt Ultra auf die Mütze kriege, dann habe ich halt Pech gehabt, aber ich hoffe ja mal nicht. Oh, der hat einen Teleporter. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Der hat außerdem fette Schilde und fette Bewaffnung. Aber okay, hoffentlich hat er Waffen, die lange Aufladezeiten haben. Okay, das ist nur eine Small Bomb. Na also, geht doch. Ja, 2 Ionenblaster ist schon eine nette Sache, nur jetzt müssen wir gucken, dass wir hier seinen Halberd Beam ausschalten.
Hier, Junge, du kannst mal hier runtergehen. Okay, sehr gut, sehr gut. Oder warte mal gerade. Nee, die schießen wir nicht ab. Wir versuchen mal hier noch hinzutreffen. Ah, Kacke! Okay. Nee, übernimm du mal gerade das Steuer. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, zweimal, einmal getroffen, aber haben wir ihm echt nur einen Punkt Energie bei den Schilden abgezogen. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Mal hier rein. Und dann jumpen wir mal direkt weg. Tschüss, Taco. Rock Control Sektor oder Engie Sektor? Oh, das hier unten wird natürlich funny durch den Nebel. Aber dann nehmen wir den Rock Control Sektor. Nehmen wir den Rock Control Sektor. Gegen Rockship ist in Ordnung. Upsala. Machen wir den Antrieb kurz aus. Okay. Das große Problem ist natürlich, wenn die erste Schildstufe 100 Scrap kostet. Das ist eine sauteure Angelegenheit und macht nicht wirklich Spaß. Wir brauchen auf jeden Fall noch. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Schilde. Zum Glück haben wir schon ein Schildsystem installiert und müssen keins kaufen, aber. Naja, okay, gucken wir mal. Gucken wir mal. Mhm, hier ist nichts los. Oh, scheiße. Okay. Schieße mal auf seine Waffensysteme mit dem Ionenblaster. Das Problem ist, der zieht uns jetzt die Schilde halt komplett runter. Okay, das war gar nicht so schlecht. Mhm, okay. Ja, akzeptieren wir. Der wird uns treffen wahrscheinlich, ne? Oh, gut, 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 alles klar. Dann warten wir einfach nur, bis unser Antrieb hochgepowert ist und hauen ab. Oh, der hätte das Cockpit getroffen, das wäre richtig übel gewesen. Asteroidenfeld ist sehr, sehr böse momentan. Schnell weg hier. Na, komm, 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 ich will den Pike Beam gescheit platzieren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na also, geht doch. Also von der Bewaffnung her ist das schon ein geiles Teil, nur, will ich wirklich in den Store? Ja, ich will eigentlich einen Crew-Teleporter haben. Was ja total wahnsinnig ist. Nein, es gibt keinen Teleporter. Scheiße. Ja, dann nehmen wir einen Scrap-Recovery-Arm. Dann nehmen wir einen Scrap-Recovery-Arm. Also, wenn wir den kriegen können, dann sollten wir den eigentlich nehmen. Schade, warum gibt es hier keinen Teleporter? Oh, Alter, ich will mal hier ein paar einfache Schiffe noch finden. Also einfach sollten sie vor allen Dingen sein. Ja, gucken wir uns noch ein bisschen um. Ja, wir kriegen 9 Fuel für 4 Missiles. Naja, von mir aus. War jetzt nicht so der beste Deal, aber okay. Grab the Stasis Chamber. Sollen wir den Stasis Chamber mitnehmen? Dann könnten wir halt. Es könnte halt sein, dass wir den Crystal-Typen dazu kriegen. Moment mal ganz kurz. Ich muss mir nochmal die Nase putzen.
So, da bin ich wieder. Also ja, ich weiß nicht. Es könnte halt sein, dass man dann im Soltan-Sektor halt diesen Crystal-Typen bekommt oder in einem Zivilsektor, wenn man auf einen Soltan-Event trifft. Ach komm, wir nehmen den Stasis-Chamber mal mit. Okay, wir kriegen immer ein bisschen Scrap. Das ist doch gar nicht so schlecht. Okay. Wow, Alter, was ist denn das? Da hat er so einen fetten Burst-Laser. Das könnte jetzt richtig wehtun. Okay. Sehr schön. Dann schießt er mal weiter auf seine Waffensysteme oder sowas. Okay, cool. Gar nicht so schlecht. Wir haben noch ein bisschen Probleme mit dem Evade, habe ich den Eindruck. Wir haben 25%, das ist jetzt auch nicht so wenig, aber wo ist Tille momentan? Tille ist an den Schilden. Wow, Jens hat schon fast einen Goldskill bei den Waffen. Was man jetzt von unseren anderen Crewmitgliedern noch nicht so behaupten kann. 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3. Wir gucken mal. Also, wenn wir hier noch ein bisschen kundschaften können. Okay. Three to one, red or blue. Okay. Ich guck mal gerade, ob es hier vielleicht eine bevorzugte Antwort gibt. Wo ist es hier? Red Wire. Na komm. Oh ne, komm, ist nicht dein Ernst, oder? Ah ja, da ist es doch. Da. Rock Life Mine. Okay. Ah, ich sehe ja gerade. Also, man könnte, wenn man hier eine Beam Drone oder eine Raketenwaffe hat, dann könnte man hier was bekommen. Ich glaube, ansonsten tritt, okay, dann tritt dieser Cut the Wire Event ein und entweder bekommt man ein bisschen Scrap, oh shit, oder wir verlieren ein Crewmitglied und nehmen 6 Hüllenschaden. Scheiße, Alter, was geht ab? Wir haben Tille verloren schon wieder als erstes, das ist doch nicht wahr. Ey, das ist doch Verarsche, das ist doch echt Verarsche. 1, 2, 3, ne, da komme ich nicht mehr hin. 1, 2 und dann 3. Ja, wir versuchen es so rum. Naja, komm, dann gehen wir volles Risiko jetzt. Ah, scheiße. Okay. Ah, so eine verfluchte Kacke, ey. Und Tille, es tut mir leid, du bist wieder der Erste, den wir verloren haben. Scheint sich dabei um ein Naturgesetz zu handeln. Double Miss, Alter, was geht ab? Wow, okay, wir haben zum Glück hat er auch verfehlt. Sehr gut. Sehr gut. Okay, sehr gut. Puh, Alter. Okay. Wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Wir können hier auch unser Schiff nicht upgraden. Wir müssen jetzt hier hin. Shit, shit, shit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, triff. Gut, gut, gut. Und noch mal drauf.
Okay, Glück gehabt. Ah, Mann, ey, jetzt haben wir ein Sultan-Crewmitglied verloren, ja. Ein Crewmitglied, das normalerweise, wie viel nochmal? 65 Scrap kostet, ja. Das ist so der Wahnsinn. Alter, Alter, Alter. Ist das so eine kaputte Scheiße, ey. Es ist so furchtbar, es ist so furchtbar. Er schießt hier alles da rein erstmal. Oh ja, schön. Boah, ey, der hat immer noch Schildsysteme, obwohl ich ihn... ja, das wird jetzt richtig übel. Okay, Engines und Schilde getroffen. Dann musst du weg von den Waffensystemen und die Schilde reparieren. Okay, wir haben wenigstens den fetten Laser ausgeschaltet. Oh, warum habe ich nicht geschossen? Halt nein. Ah, egal. Okay, wegjumpen, aber ganz schnell. Es sollte ein Control-Sektor. Ja, da gehen wir mal hin. Wir haben ja immerhin unseren Stasis-Pod dabei. Ey, scheiße, Alter. Haben wir direkt den Tille wieder verloren. Das ist echt so scheiße. Ah, okay. Das macht gerade keinen Spaß. Es lief, bis zu dem Event lief es echt gut, muss ich sagen. Okay, Jens, du gehst wieder an die Waffen. Fnatic geht wieder in die Engines. Und dann mache ich mal Schluss mit dem Party an der Stelle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wünsche euch alles Gute bis dahin. Macht's gut bis dahin. Ciao.